23.12. läutete die Schulglocke im Dorf Stadtleben. Morgen war Weihnachten, deswegen freute sich Valentin sehr. Klein Valentin machte sich nun auf den Weg nach Hause. Valentin bemerkte jedoch etwas, ein riesiges Problem. Sein Vater war nirgendwo aufzufinden. Er begann die Suche nach seinem Vater. Valentin stapfte den Berg herauf, doch er merkte etwas. Der Boden fühlte sich nicht mehr so an wie vorher. Dann entdeckte er ein Haus. Er schlich sich sofort in dieses Haus hinein und fand unten im Keller ein Netherportal. Also in das er auch eben hineinging. Als er wieder zu sich kam, sah er, dass er an einem komplett anderen Ort war. Es sah sehr weihnachtlich aus. Er fragte einen Nussknacker, wo er denn sei, und dieser meinte, er sei am Nordpol. Dort fand er dann auch nach einigen Suchaktionen seinen Vater, der als Weihnachtsmann verkleidet war und anscheinend der Weihnachtsmann war. Der Boden begann zu beben und auf einmal sah der Valentin eine seltsame Gestalt. Es war Herobrine. Herobrine nahm seinen Vater mit und schon wieder war Valentin vaterlos da. Valentin wusste, dass er nun etwas machen musste. Er dekorierte das Weihnachtsdorf mit verschiedenen Weihnachtssachen, damit die Elfen und auch die Rentiere in Stimmung geraten, sodass er wieder zurückfliegen konnte. Valentin wusste, was er tun musste. Er zog sich eine Weihnachtsrüstung an und begann den Kampf gegen einen der Diener des Herobrines. Er war echt stark und Valentin wusste, dass der Kampf knapp werden würde. Trotzdem hat er ihn eingegangen. Der Siegende in diesem Kampf war Valentin. Doch auch das hatte seinen Preis. Fast das gesamte Dorf wurde zerstört durch diese epische Battle. Aber trotzdem ging es aus irgendeinem Grund allen gut. Und niemand hatte davon Schaden genommen. Bis auf natürlich die Einrichtungen und so, aber die sind in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall wünschen wir euch, also mit wir sind Valentin und ich, Fantamiao gemeint, frohe Weihnachten.